Hallo Leute, herzlich willkommen am 31.05.2020. Morgen fängt das neue Monat an. Morgen haben wir schon Juni. Das Jahr ist schon in der Mitte und irgendwie sind die letzten Monate total schnell vergangen. Es ist mit noch gar nicht so sommerlich oder so. Und dafür, dass bald Ferien sind, ist das Wetter echt schlecht. Bei uns zumindest regnet es die ganze Zeit, heute schon den ganzen Tag. Und die letzten Tage auch. Heute ist Sonntag. Es ist wieder so ein typischer Sonntag. Obwohl Gäste da waren. Also Freunde von meiner Familie und von meinen Eltern waren zum Essen da und es war ganz nett, aber ich habe mich dann relativ bald zurückgezogen und vor den Computer gesetzt und daher kam es mir trotzdem fast vor wie ein normaler Sonntag. Es war relativ langweilig. Obwohl ein Teil der Gäste länger geblieben ist, aber ich hatte nicht so wirklich Teil an den Gesprächen. Und mir war es auch zu laut, obwohl es nur drei Gäste waren und meine Eltern und ich. Und heute Nacht hatte ich die erste Nacht ohne Panikattacken oder Angstzuständen, besser gesagt. Jetzt dürfte der Spiegel wieder, also vom Effektin wieder auf normal sein. Ich hoffe zumindest. Ich will es nicht für heute Nacht verschreien, aber es wirkt jetzt wieder besser. Ich nehme es jetzt abends und komme auch früher aus dem Bett oder besser aus dem Bett. Nicht früher, aber besser. Und brauche nicht 3 Stunden, um wach zu werden. Und das freut mich. Ob es an der anderen Einnahme liegt, weiß ich nicht. Teilweise wahrscheinlich. Und auch der niedrigere Spiegel wird seinen Beitrag dazu leisten. Ich bin halt total genervt, weil ich das jetzt nicht absetzen konnte. Aber was soll man machen? Manchmal gehen Pläne halt nicht auf. Und sonst geht mir aber relativ gut. Ich bin hier überall zerkratzt, weil ich vorhin ein bisschen in mein Gesicht herumgekratzt habe. Hier habe ich noch eine Pickelnarbe. Hier habe ich mir einen Pickel ausgedrückt. Da ist noch eine Schicht Haut drüber. Ja, ich habe mir einen großen Traum erfüllt, dank meines Vaters, und habe mir eine Louis Vuitton-Handtasche gekauft. Die war im Angebot bei Friends for Friends und hat nur noch 550 Euro gekostet. Anstatt 850 oder 830. Und die ich haben wollte, hätte 1080 Euro gekostet. Das ist, die ich jetzt genommen habe, ist genau die gleiche, nur ohne Trageriemen. Die mit Trageriemen gab's nicht.
Ich hoffe, ich bin mit dir auch zufrieden. Aber 550 € ist schon mal wesentlich weniger als 1080 €. Und also weniger, ein bisschen weniger als die Hälfte oder circa die Hälfte. Und die dauert aber jetzt, glaube ich, fast 2 oder 3 Wochen im Versand. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. Von 18.06. bis 2.07. kann die kommen. Und ich hoffe, dass sie bald kommt. Und ich bin schon total gespannt. Das ist meine erste Markenhandtasche. Und ich bin eigentlich nicht so ein Markenfetischist, aber die Louis Vuitton-Tasche war ein großer Traum von mir und dass sich das jetzt so erfüllt hat, war total unerwartet. Gestern war es noch hin und her Diskussion, weil ich halt nur noch 200 € habe und die 350 € von meinem Papa ausgeliehen habe. Gestern war es noch eine Diskussion, weil es doch viel Geld ist, was er mir leiht. Aber er weiß, dass ich immer alles zurückzahle. Und von daher hat er es heute erlaubt und wenn ich mein Handy verkaufe, dann kann ich es ihm sofort zurückzahlen. Aber dieses Angebot bei Prince for Friends ist er halt auch nicht ewig gültig und ich glaube sogar, er hat gefunden, dass es relativ günstig ist. Ich bin halt schon total gespannt drauf. Das heißt jetzt für 2 Monate auf Taschengeld verzichten, aber und 50 € drauflegen. Aber das ist es mir wert. Und ja, das ist. Ich freue mich total, also echt. Und das hat natürlich auch zu Aufschwung gebracht bei der Stimmung. Und einerseits ist eine Handtasche total unnötig. Und eine Markenhandtasche erst recht. Aber es war halt ein großer Wunsch von mir. Und ich freue mich einfach sehr, dass sich dieser Wunsch erfüllt hat. Und dass es keine große Diskussion gab. Weil mein Papa den Preis auch gerechtfertigt fand und wir uns da schnell einig wurden. Und ja, ich freue mich einfach, auch wenn ich es jetzt nicht so zum Ausdruck bringen kann. Gesamtheitlich geht's mir ganz okay, so mittelmäßig. Das Wetter schlägt mir auf die Stimmung, weil es die ganze Zeit regnet und man nicht raus kann und so. Das kann man aber nicht ändern. Morgen soll es bis zu 20 Grad kriegen, aber das zeigt es auch noch teilweise im Teletext an und auf den Handys soll es viel kälter werden. Ich weiß nicht, was mein MacBook anzeigt, aber muss ich nachher mal nachschauen. Aber es zeigt total unterschiedliche Temperaturen an. Und vielleicht wird es bis zu 20 Grad warm. Es wäre wieder mal schön. Nach den Tagen Regen.
Aber ich gehe mal nicht davon aus, dann kann ich nicht enttäuscht sein, wenn es keine 20 Grad kriegt. Und irgendwann wird sowieso wieder schöner. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich bin schon sehr müde. Merkt man auch daran, dass da oben mein Auge immer verschwindet. Ja. Alles in allem ganz ein schöner Pfingstsonntag. Morgen ist Feiertag, aber Sonne kommt trotzdem. Und auf das freue ich mich schon. Ich hoffe, wir haben mehr zu reden morgen. Die Volkshilfe kommt auch morgen wieder das erste Mal. Nach 2 Monaten. Und es heißt, um 8:30 Uhr aufstehen. Ich hoffe, das wird mir nicht zu schwer fallen. Aber mal schauen. Mein Papa ist heute Nacht ins gefahren. Also gerade eben. Und ich werde jetzt dann bald schlafen, weil ich, wie gesagt, schon sehr müde bin. Aber sonst gibt's nicht viel Neues. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Ciao. Eure Ines. Macht's gut.